Hi, ich bin Lena. Ich spiele Hockey, seit ich 4 Jahre alt bin. Und zu meinen größten Erfolgen zählen die Qualifikation für die Olympiateilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft und Teilnahmen an deutschen Meisterschaften mit meinem Club, dem UHC Hamburg. Hi, ich bin's, eure Lena. Cool, dass ihr Lust habt auf ein kleines Workout. Es geht heute hauptsächlich um die Körperregion rund um den Po und die Oberschenkel. Dafür brauchen wir dieses kleine Gummiband. Wer so etwas nicht zur Verfügung hat, kann auch erstmal in das andere Video, wo es auch hauptsächlich um den Po geht, schalten und sich da etwas quälen. Bevor es losgeht, machen wir ein kleines Warm-up. Dafür können wir das Band nochmal zur Seite legen und begeben uns in Bauchlage auf die Matte. Oberkörper ganz entspannt ablegen. Ein Bein startet, Knie ist angewinkelt und jetzt werden wir nur aus dem Gesäßmuskel das Bein nach oben strecken. Die Hacke zum Himmel führen, so 8 bis 10 Mal pro Bein. Das ist eine ganz kleine Bewegung, aber man merkt sie schon ganz gut. Seiten wechseln. Das andere Knie anwinkeln und nur aus dem Po das Knie von der Matte abheben. Wenn wir das haben, gehen wir wieder in den Stand. Mach noch mal eine kleine Aktivierung verbunden mit einer Dehnung. Dafür nehmen wir das Knie des ersten Beins einmal zur Brust. Wir spüren hier schon mal eine Dehnung im hinteren Oberschenkel. Bleiben gerade, hier kurz genießen, dann locker durchschwingen, hinten an den Spann greifen. Auch hier jetzt die Frontseite dehnen, Hüfte nach vorne schieben für mehr Dehnung. Und dann machen wir uns lang mit dem anderen Arm und kommen zum Boden. Hier gerade bleiben, das Knie vom stehenden Bein kann ruhig etwas gebeugt sein für Stabilität, Boden berühren, hochkommen und die andere Seite. Ranziehen, Dehnung spüren, Bein durchschwingen, lang machen, Hüfte nach vorne drücken, zum Boden kommen. Das machen wir jetzt pro Seite noch 2 Mal. Noch einmal pro Bein. Sehr gut. Dann können wir mit dem Workout starten. Dafür nehmt euch das kleine Gummiband und packt es zuerst um die Knie, knapp oberhalb der Knie. Schulterbreiter Stand. Das ist unsere erste Übung. Der seitliche Schritt. Schön runtergehen. Knie gegen den Widerstand des Bandes nach außen drücken. Und jetzt gehen wir immer einen Schritt hin, einen Schritt zurück, weil wir wahrscheinlich wenig Platz haben, wenn wir zu Hause trainieren. Wenn ihr mehr Platz habt, könnt ihr natürlich auch eine lange Strecke, 10 Schritte hin, 10 Schritte zurückgehen. Jetzt machen wir das hier auf der Stelle. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich merke meinen Po schon ganz schön. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Falls ihr weniger Wiederholungen braucht, könnt ihr das natürlich individuell anpassen. Dann habt ihr eine längere Pause, bis es mit der nächsten Übung weitergeht. In der zweiten Übung machen wir an sich genau das, aber vor und zurück. Auch 7 Mal. Los geht's. 1, 2. Drückt die Knie nach außen.
Der Schritt bleibt breit, so als wenn man auf Schienen laufen würde. 5, 6, 7. Kurz entspannen. In der dritten Übung pushen wir uns seitlich. Dafür geht am besten ans eine Ende eurer Matte. Das Band bleibt auf Kniehöhe, gehen in die tiefe Position und arbeiten dann nur mit dem äußeren Bein einmal raus mit einem Sprung und dasselbe wieder zurück, dass jedes Bein gleich oft belastet wird. Los geht's, 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurz auslockern. Packt in der Pause das Band schon mal auf Knöchelhöhe. Die vierte Hauptübung sind kleine Tipps, die einmal in einer Runde um den ganzen Körper ausgeführt werden. Dafür geht das Standbein etwas ins Knie, damit wir stabiler stehen und den Widerstand ausgleichen können. Und jetzt führen wir in einer langsamen Bewegung gegen den Widerstand einen Rundlauf mit dem anderen Bein um dieses Standbein herum. Immer kurz halten in der gestreckten Position. 2 Runden pro Bein. Danach Beinwechsel. Auch mit dem anderen Standbein leicht ins Knie gehen. Gleichgewicht halten. Sehr gut. Runde 1 ist geschafft. Kurz durchatmen. Wir beginnen wieder mit den Side Steps. Dafür brauchen wir das Band über dem Knie. Schon mal anlegen. Gönnt dem Po noch mal eine kurze Pause. Und dann geht's gleich wieder los. 7 Side Steps. Hin und zurück. In die tiefe Position. Auf geht's. Sechs, sieben. Lockern, macht euch lang. Das Band bleibt auf Kniehöhe. Geht in die schulterbreite Position. In die Knie gehen und vor und zurück marschieren 7 Mal. 1 noch. Sehr gut. Jetzt kommt das Rauspushen. Dafür gehen wir wieder an die äußere Kante der Matte. Noch kurz Beine lockern. In die Spannung gehen und los geht's. Sechs, sieben. Das Band brauchen wir jetzt wieder an den Knöcheln. Stabilisiert schon mal das Standbein. Leicht ins Knie gehen. Und auch hier wieder 2 Runden um das Standbein führen. Wenn man mal einen kleinen Wackler drin hat,
kurz absetzen und einfach neu beginnen. Zweimal pro Bein. Sehr gut. Jetzt solltet ihr euren Gesäßmuskel schon langsam zu spüren bekommen. Nochmal kurz durchlockern und dann geht es gleich mit der letzten Runde weiter. Packt das Band schon mal wieder über die Knie. Holt nochmal tief Luft und dann geht es gleich wieder an die seitlichen Ausfallschritte. Tiefe Position. 7-mal, auf geht's. Fünf, sechs, sieben. Ein letztes Mal marschieren. Bleibt in der breiten Position, drückt nochmal die Knie schön nach außen. Lasst euch jetzt, wenn es langsam anstrengend wird, nicht nach innen ziehen vom Band. Los geht's, 7-mal. Sehr gut. Ein letztes Mal rauspushen. Tiefe Position einnehmen. Bleibt explosiv. Und 7-mal. Auf geht's. Gut, unsere letzte Übung kommt. Die Tipps. Noch einmal das Band auf Knöchelhöhe nehmen. Noch einmal den Po aktivieren. Sucht euren festen Stand und genießt die letzten zwei Runden. Sauber, damit haben wir es für heute geschafft. Da der Po jetzt gerade ganz schön was zu arbeiten bekommen hat, empfehle ich euch noch eine kleine Dehnung. Dafür könnt ihr in die sogenannte Taube gehen. Dafür nehmt ihr die Matte zur Hilfe, legt das rechte Bein so, dass der Unterschenkel diagonal über die Matte führt, das linke Bein ist lang und jetzt werden wir mit der Schwerkraft mit unserer Körpermitte Richtung Matte und Boden gezogen. Der Po zieht hier runter, da merken wir hier die Spannung. Je nachdem, wie intensiv wir das haben wollen, können wir aufrecht bleiben oder uns auch ablegen. Dehnung spüren, schön mit der Atmung entspannen und lockerer werden. Ein, zwei Atemzügen Seite wechseln. Hier schön runterziehen lassen mit der Hüfte. Wem das noch nicht reicht, der kann auch in den sogenannten Drehsitz gehen. Dafür setzen wir uns auf die Matte, machen das eine Bein lang. Das andere Bein kreuzt darüber und stellt den Fuß neben dem Knie ab. Und dann drehen wir uns gegengleich. Also wenn ich mein rechtes Bein überkreuzt habe, umschlinge ich es mit dem linken Arm, umarme das Bein und drehe mich über die rechte Seite, gucke über meine Schulter, bleib aufrecht im Oberkörper,
Atme locker weiter und spüre hier die Dehnung vom angestellten Bein. Auch hier kurz genießen, lockerer werden lassen und dann die Seiten wechseln. Das andere Bein überschlägt. Jetzt umarmt der rechte Arm das linke Bein. Wir gucken über die linke Schulter, machen uns lang im Oberkörper. Noch einen tiefen Atemzug nehmen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Eure Lena.